Ranking Battle. Destroy University. Die ist neu. Die gab es im ersten Teil, glaube ich, noch nicht, die Universität. Aber mit unserem neuen Eis-T-Shirt und unserer bauchfreien Lederjacke, was soll da noch schief gehen? Ah, warte mal. Das war nah dran. Ich muss das noch mal kurz... Aha, und jetzt? Aha! Anderes Katana. Was passiert? Ich werde zu einem Tiger! Warum? Aber das ist absolut genial. Es gibt Sachen, da muss man gar nicht... Da muss man gar nicht fragen, warum. Hauptsache, es ist so. Na, wo ist er denn? Komm her. Ah, das ist schön. Kann ich das ganze Spiel ein Tiger sein? Das wäre cool. Aber ich schätze mal, Laser-Katana ist auch nicht schlecht. Au. Ich glaube, bei denen sollte ich ausweichen. Ungefähr so. Nur besser. Bring it on. Piece of cake. Wird der einfach zu einem Tiger und frisst die ganzen Leute weg? Wie cool ist das denn eigentlich? Wow. Das Kampfsystem ist viel besser als im ersten. Das Spiel ist von vorn bis hinten so viel besser als der erste, dass ich mich jetzt noch viel mehr auf den dritten freue. Weil wenn der gleiche Qualitätsunterschied zwischen 2 und 3 liegt, wie er zwischen 1 und 2 liegt oder andersrum, dann wird der dritte verdammt großartig. Ich würde gerne aufladen. Okay. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich komme schön langsam rein, man kann so schöne Kombos machen jetzt plötzlich und so. Ich muss mich da echt erst umgewöhnen, aber das geht sehr angenehm von der Hand. Aus irgendeinem Grund sollte meiner Meinung nach nur leichter und schwerer Angriff vertauscht sein. Und das verwechsel ich jetzt dauernd. Keine Ahnung. Aber daran gewöhne ich mich schon. Wie wenig Musik hier ist plötzlich. Fällt mir gerade auf. Ich wollte mal den Turbo-Modus testen. Das hat uns doch ein Tutorial gesagt, dass ich den jederzeit aktivieren kann. Habe ich jetzt mal gemacht. Ziemlich gut, dieser Turbo-Modus. Ziemlich Turbo. Jetzt haben wir wieder was über
unser nächstes Ziel. He's a celebrity of sorts. Even I caught myself checking him out. Just looking into his eyes, it got me hot. Charlie and his groupies have a bond that cannot be broken. So much that when their breathing is synchronized, it's a warning sign that would make even a lion shiver. Zum Glück bin ich ein Tiger und kein Löwe. Kann mir schon mal nichts passieren. Okay, der erste war quasi der Musiker und der nächste ist jetzt der Playboy. Hey, hey, look at this joke. Hey, what you got there? Damn it, diese Bänke, ey. Bring it on. Mehr Gegner, solange ich im Hypermodus bin. Kommt her, alle miteinander. Ah ja, okay. Jetzt muss ich mich noch mal umsehen, ein bisschen hier. Man bleibt ganz schön leicht an irgendwelchen Möbeln hängen. Sandbag obtained. Stimmt, da habe ich jetzt gar nicht geguckt, was ich mit den Möbeln und Deko-Objekten, die ich da immer finde, eigentlich machen kann. Muss ich nach dem Boss schauen wir mal, ob ich zu Hause irgendeine Option übersehen habe zum Einrichten oder sowas in der Art. Erstmal speichern. Ist auch schön, dass die Level so kurz sind im Vergleich zum Vorgänger. Da hat man sich ja teilweise schon ewig lang durch irgendwelche ewig langen Schläuche boxen müssen. Und jetzt kommt das Spiel viel schneller zum Punkt. In allen Punkten besser. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die hinten raus schon nochmal länger werden, die Dungeons, denke ich mal. Aber, ja. Warte mal. Achso. Stadium? Ich dachte, wir sind an der... Achso! Universität! Warum hat sich Travis noch schnell umgezogen vor der Cutscene? Irgendwie lustig designt den Kerl. I'm gonna touch you down. A butt-kicking day to you all, especially you, Cupcake. Mr. Touchdown, it's an honor to face you. Man, I love your name. You gonna fight me with all your hoes? That's my game, but we need a better arena, don't you think? Huh? Let's go, ladies! Dass die 25 auf seiner Uniform so blinkt auch noch. That escalated quickly. Damit habe ich nicht gerechnet. I thought something like this might happen. Ach so, wirklich? Time to bust out the toy Naomi made. Na dann. Und wir können jetzt unser Bike auch in den Superroboter verwandeln. Glastonbury. Let's park. Ist das die Villa vom Boss aus dem ersten Teil? I
Cool. A/ B-Jump. Das ist genial, oder? Abraxane, dankeschön für die Bitladung. Yippie, da wird alles wieder rausgesprengt. Aus dem Glas. Warte mal ganz kurz. Wir müssen mal wieder den Bit-Einspieler einspielen, den ich nicht mehr finde. Habe ich den versehentlich mal gelöscht oder so? Oh nein, ich finde ihn wirklich nicht mehr. Ah doch, hier ist er doch. Ja! Give him the bits! 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 Okay, okay. Take it easy on the counter. Give me the bits. Okay, also A slashen, B springen. Was wollte ich sagen? Ach so, genau. Was ich mir gerade gedacht habe, von dem Spiel können so moderne AAA-Publisher sich echt was abgucken, finde ich. Und zwar, statt zum Beispiel, wie das Ubisoft gerne macht, so eine große Map zu bauen, die vollkommen zugekleistert ist mit kleinen Missionchen, die alle belanglos und doof sind, lieber so ein bisschen entschlacken, lieber weniger mit höherer Qualität als so viel belangloses Zeugs. Das hat nämlich, finde ich, hier wirklich... Das zeigt, finde ich, der zweite Teil von No More Heroes sehr gut, wie da ein Spiel dran gewinnen kann, wenn man die Altlasten vom Vorgänger einfach weglässt und dafür sich auf das Coole konzentriert. Und das macht das Spiel bis jetzt zumindest wirklich sehr gut. Na gut, also Jump A Slash, okay, ZL Guard. Press A or B while jumping Jump Attack. Na, oh, das sind schon wieder so viele Knöpfe hier. Oh. Kinnhaken aus der Luft geboxt. Dammit, der macht uns echt fertig. Was soll ich machen? Der kombot uns weg hier. Strawberry Shortcake! Der Roboter ist leider so lahmarschig. Die Musik zu dem Kampf ist irgendwie echt weird, oder? Na komm schon, jetzt draufhauen. Wir haben ihn gleich. Yes. Ups, ich habe schon wieder vor lauter Aufregung die Kopfhörer aus meinem Bildschirm gezogen. So, jetzt höre ich wieder was. A, B, B, X, Y, was? Ich glaube, alle gleichzeitig drücken wollte das Spiel von mir. Yeah! Ah, das ist schön. Das ist richtig cool. Voll Crusader, dankeschön. Da kommen wieder zwei Bombenherzen, die gleich das Glas leer sprengen werden. Nice. Hey! Wäre das nicht geil, wenn es ein Spiel
geben würde, das mit dem Glas interagiert und die Bröckchen, die rausfallen, rieseln ins Spiel und interagieren dann mit der Umgebung. Genial wäre das. This does have a bad aftertaste. Ripping through a bunch of mostly harmless cheerleaders? Bill, I could nullify your victory. Whoa, wait! I mean, they weren't that harmless. You can tear some shit up with a pom-pom. Good answer. By the way, the UAA will now confiscate your robot. The hell you will! It is too big, and it is a public nuisance. You gotta be kidding! Man, I had this baby custom made too. Travis, don't forget you are not the only assassin clawing up the ranks. Being 25th means there are just as many below as above, and they all want you dead. Danke fürs wieder auffüllen. Das Glas muss voll, ganz genau. Die Cheerleader und der Footballheld. Nummer 25. Ja, Spiel. So schnell kann es gehen. Bei jeder einzelne von den Cheerleadern quasi auch ein Rang in der Assassin's Guild. Na dann. Ah, guck mal, hinten an unserer Hose hängen tatsächlich zwei Schwerter jetzt, weil wir zwei Schwerter haben. Genial. Wer hätte das gedacht? Travis, it's me. Your next fight is arranged. You know what to do, yes? I've updated your map. Handle the rest yourself. Whoa there, Ice Queen. What's with the harsh treatment? Time to waste on 25th rank scrubs like you. Take a hit, you impotent dipshit! I like her better when she's horny. Nochmals danke, Volk Crusader. Und jetzt wird wieder leer gesprengt. Sehr schön. Das Glas ist einfach toll, oder? Da wird jetzt nochmal die Bits! The Bits! The Bits! The Bits! The Bits! The Bits! Okay. Take it easy on the counter, will you? Das ist schon witzig. Immer wenn irgendwie Bits gespendet wurden oder davon die Rede war, hatte ich immer genau diesen Clip im Kopf. Und endlich ist er Teil des Streams. So, wir haben hier den Closet, aber da können wir uns ja nur umziehen, ne? Genau, da können wir aber jetzt nicht das Haus dekorieren. Ah, guck mal, das ist ja nett. Hier im Regal, man sieht es leider kaum, sind Trophäen quasi. Hier ist das Pistolenschwert mit dem Trommel-Trommel-Magazin-Griff von absolut nicht Final Fantasy-Protagonist. Und die Beatbox, aber... Ach, und das da oben? Verstehe ich nicht. Das ist ein Scrabble. Ist das ein Scrabble-Board oder was ist das? Weiß ich nicht. Abraxe! Danke fürs Aufräumen, füllen oder wie auch immer. Und vor allem Crusader, danke fürs wieder ausleeren. Oh, ich muss dann nach dem Stream wieder die ganzen Herzen vom Boden aufwischen, ey. Na super. Ist eine Sauerei hier unten. Genau, aber wahrscheinlich ist das da oben dann vielleicht so eine Football-Planaufstellung oder so. War das wahrscheinlich die Trophäe von dem Football-Kerl, nehme ich an. Da ist Jean, zu der kommen wir gleich. Der Zimmerwechsel ist gar nicht leicht. Im Shelf können wir uns jetzt die neuen Weekly Backdrops angucken, die wir gesammelt haben. Genau, aber da lernen wir einfach nur neue Finisher, neue Moves. Ich meine, das ist cool. Aber ich verstehe das nicht ganz. Lerne ich die parallel? Oder lerne ich immer nur einen? Benutze ich immer nur den letzten oder so? Ich bin mir immer nicht sicher. Das im ersten Teil wurde es nämlich auch vom Spiel überhaupt nicht kommuniziert. Aber da war es so, dass man immer vor einem Boss einen Move gelernt hat, den man dann nur explizit bei diesem Boss gemacht hat. Das wusste ich jahrelang nicht. Ich dachte immer, die lernt man alle parallel und dann wird durchgetauscht oder so. Stimmt aber gar nicht.
Ah, ich habe keine Ahnung. Ah, hängen die Möbel vielleicht, die stehen automatisch rum. Das Ding hier ist eins von diesen neuen Möbelstücken, genauso wie der Kalender, der da über der Tür hängt, glaube ich. Alles klar. Na gut, Jean, Zeit für Katzensport. Doch, da musst du jetzt durch. Ich frage mich, ob ich da was machen kann, dass Jean das Spielzeug nicht kriegt. Kann ich das irgendwie wegziehen? Nicht wirklich eigentlich. Na dann, machen wir es einfach so. Praxe, nochmals danke. Das Glas geht so über. Voll cool. Ups. Give him the bits. The bits. The bits. The bits. Ja, da kommt mal eine echte Katze. Ja, gerne. Was ist denn, ha? Willst du auch spielen? Wahrscheinlich. Nachher. Ja, Kleiner. Voll Crusader! Nochmals danke. Für die Partytröte. Bitte ein Bit. Okay, machen wir das Jump-Spiel. Wow, 84 cm mit einem Sprung. Jean wird immer besser. Nicht schlecht. Komm, diesmal schaffen wir die 500 cm insgesamt Sprunghöhe. Ich glaube an dich, Jean. Jetzt nochmal ein ordentlicher Sprung und dann haben wir es. Yes. Sehr gut. So. Ja, jetzt gibt's aber erstmal ordentlich Premium-Essen. Und jetzt ein bisschen stretchen. Das ist so bekloppt. Das habe ich mich auch schon gefragt, warum manchmal die Bits in so großen Sätzen kommen und manchmal in so kleinen Einzeldingern, obwohl die Beträge gleich sind. Machen wir ein bisschen Stretching. Ja, ist schon gut. Entschuldigung, Katerchen. Ist schon okay. Genug gestretched. Joa, Kuschelkater. Okay. Das ist, finde ich, von der Animation her das Beste. Das finde ich schon wirklich allein vom wie das aussieht. Das ist einfach witzig, weil es so bekloppt ist. Ich meine, das Stretching ist auch nicht schlecht. Aber das ist schon super. Oh, ich hab das Spiel gecrackt. Da geht echt der Controller kaputt. Ich darf das nicht so übertreiben, aber es funktioniert so gut. Oh Gott, ey, das war irre. Sudala. Dann speichern wir nochmal kurz. Supernatural gateways in Santa Destroy. Have you heard about them? They're called Akashic Points and lead to different planes of existence.
like a sacred forest inhabited by not only the living, but something else in between. I read about it online, and I laughed it off. Lost souls who escaped death through deals with the devil and live on in hideous forms. You don't believe me? Oh, you can believe what you want. Tja, übernatürlich ist auf einmal. Ich meine, man kann drüber streiten, ob No More Heroes 1 übernatürliche Elemente hat. Es hat ziemlich abgedrehte, over-the-top, crazy shit Elemente, aber technisch gesehen nicht übernatürlich in dem Sinne. Keine Geister, keine Monster, sondern einfach nur voll abgedrehte, im Grunde schon ein bisschen Superhelden, ne? So, aber jetzt nicht irgendwie Magie. Es gibt den Magier-Boss, stimmt. Aber der trickst bestimmt nur. Aber auf jeden Fall erfahren wir hier jetzt gerade von einem übernatürlichen Element. Portale ins Reich der Toten. Da bin ich gespannt. Hey, mich hat's gewundert, denke ich mir gerade. Fällt mir gerade nur auf, nebenbei, dass eure Bit-Party gerade, eure Bitception, eure Bit-Burger-Party gar keinen Hype-Train ausgelöst hat. Das wundert mich, ehrlich gesagt. Komisch. Aber wurscht. Neue Minispiele. So, Man the Meat. Bemanne das Fleisch. Ist es so ein Grill-Minispiel oder sowas wahrscheinlich, oder? Center Destroy wurde monopolisiert. Überall, wo du hinguckst, ist Pizza-Bett, Pizza-Bett, Pizza-Bett. Bald kriegt man nirgends mehr saftiges T-Bone. Genau, deswegen müssen wir The Meat Manen. Okay. I butchered my entire... Was, wer butchert? And now my lead cook got mad cow disease. Ah, sein Chefkoch hat sich Rinderwahn eingefangen und sein ganzes Küchenpersonal abgeschlachtet. Kann passieren. Passiert in den besten Schlachthäusern. Gott, leider ist das gar nicht so weit von der Realität entfernt. Man the Meat. Okay, halte A und es gibt Meltdown, Medium und Rare. Medium. Medium. What? Hat ihn anscheinend nicht... Nee, Mist. Das ist schwierig. Okay, well done dürfte leicht sein, oder? Na, bestimmt vercoolt, wenn ich zu lange warte. Ich finde das wirklich nicht leicht, hier die richtige Farbe zu erwischen. Das ist doch gut jetzt, oder? Nice! Medium! Die Stimmsamples, die Sprachsamples finde ich super. Bin ich schon dran vorbei? Wann hatte denn das... Oh. Ich muss das echt mal ohne Brille versuchen. Vielleicht ist es dann echt... Oh, das wollte ich jetzt nicht. Oh, ich habe nicht mehr so viel Leben. Nice. Aber leider sind wir Game Over. Ich glaube, ich versuche das nochmal ohne Brille. Das geht besser. Nice. Ja. Delicious. Das war sogar perfekt, anscheinend. Reicht schon? Nee. Na?
So. Yeah. Oh, es geht noch weiter anscheinend. Na gut. Das sieht schon nicht mehr gesund aus, aber gut, meinetwegen. Cool. Das haben wir aber sowas von geschafft jetzt. Na, machen wir die nächsten Stage noch. Also machen wir eh so viele wie geht. Wie immer. Oh, das war jetzt glaube ich zu lang, ne? Ja, damn it. Medium. Das war zu lang. Damn it. Wirklich, willst du das so roh essen? Ja, anscheinend von mir aus. Ja, dann ist das klar. Warum überhaupt? Kann ich es auch gleich hier? Nimm's gefroren. Oder so. Es hätte noch ein bisschen länger gedurft. Was? What? Warum? Arsch. Das wird knapp. Das wird knapp. Wenn ich jetzt nicht einmal Delicious hinkrieg, haben wir ein Problem. Oh, damn it. Aber ganz schön gemein. Ist ganz schön hart, das Spiel. Komm schon, das muss perfekt werden. Yes! Das war knapp. Das war knapp. Puh. Schon ganz schön gemein. Well done. Well done. Wow, habt ihr das gesehen? Jetzt sieht man es nur noch ganz kurz, welche Farbe der haben will. Das macht es noch viel schwerer jetzt. Medium. Puh, ich kann so nicht atmen. Hey! Come on! Was soll denn das? Ich glaube, die haben nur gehört, dass es irgendwo ein Restaurant gibt, wo du einfach nur sagen musst, dass es dir nicht geschmeckt hat. Und dann musst du nicht zahlen und keiner kann dir irgendwas nachweisen. Und deswegen kommen die hierher und egal wie gut ich das brate, die finden es immer schlecht. Wetten? Okay, aber das kriegen wir hin, glaube ich. Wir haben noch viele Kunden. Gar nicht mehr so viel Leiste. Delicious. Noch ein Delicious oder zwei gut. Dann haben wir es. Das war zu viel. Ja, das ist echt krass. Da muss man schnell sein bei den... bei den ganz rohen Leuten. So, hier. Ja, wirklich. Super, super schnell. Medium. The Medium wurde hier jetzt verschoben, fällt mir da gerade ein. Schade, hätte mich drauf gefreut, das Spiel noch dieses Jahr zu spielen. Klingt nämlich echt gut. Mit dem Komponisten von Silent Hill, das ist schon mal ein guter Mann, den die sich da ins Boot geholt haben. Könnte ein interessantes Horrorspiel sein. Schon allein wegen dem Soundtrack. Aber leider verschoben auf Anfang nächsten Jahres. Naja. Somit hat Microsoft so einen Exklusivtitel, einen hauseigenen Exklusivtitel dieses Jahr nichts mehr. Was für einen Konsolenstart ungewöhnlich ist. Aber gut.
Ich bin trotzdem echt zufrieden mit der Xbox. Insofern will ich mich gar nicht beschweren. Ich finde es nur echt komisch. Aber ist eh klar, die wollten halt um jeden Preis ihre Konsole vor oder zeitgleich zumindest oder eben kurz vor Sony rausbringen und nicht erst ein halbes Jahr später. Das ist, glaube ich, auch eine gute Idee. Auch wenn die Spiele fehlen, ist wahrscheinlich der Schaden kleiner, wie wenn man auf die Spiele wartet mit dem Konsolenrelease. Glaube ich. Andererseits hätte man dann halt gleich mit einer größeren Produktionsmenge kommen können. Naja, aber so generiert man mehr Hype. Das macht schon Sinn. Gut, okay.